One Direction hat sich getrennt. Ja, ich weiß das auch nur, because irgendwelche Medien, ja. Hör das doch nicht. So. Ja, die Sternfrucht schießt Sterne in fünf verschiedene Richtungen, ja. Ich bin ein französischer Let's Player, der im deutschen Raum Let's Plays macht, weil die französische Sprache mir nicht so gut liegt. Obwohl ich Franzose bin. Speziell. So, das Arschloch kommt auch wieder, ich frage mich gerade, was ich mitnehmen will. Zu Wasser ist wieder recht easy. Sternhaut möchte ich gerne mitnehmen, ja? Die Frage ist, ob ich den dann noch mitnehmen will. Eigentlich nicht, weil ich habe den auch noch. Blower oder soll ich doch noch mit Planturn? Blower mit. Und eine Matschkürbis. Ja. Das passt. Das passt. Aber der Nebel, er kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen weiter, ja. Und ja, ich glaube nicht nur, es ist so, weil ich meine, wirklich viel sieht man jetzt nicht mehr. Von da, vielleicht wäre die Planturn doch ein bisschen sinnvoller gewesen. Ich weiß es nicht. Ich werde mich auch so in die durchboxen mit dem Blauer. Es kommen sicher wieder zwei Wellen. Da bin ich eigentlich schon überzeugt von. Ja. Wenn man das Spiel so ein bisschen kennt, dann kann man so ein bisschen rausfinden, eigentlich wann welche Welle kommt. Also wann wie viele Wellen. Denn wenn ein neuer Zombie kommt, dann ist es im Grunde eigentlich immer nur eine Welle. Und dann das nächste Level sind dann wieder zwei oder manchmal eben sogar drei Wellen. Und ja, irgendwie so ist das hier so ein bisschen das System. Aber ja, das Spiel wiederholt sich im Grunde ja eh immer nur ein bisschen. Halt neuen Zombie-Typ, neuer Pflanzentyp. And so on. Ah, das stört ja gar nicht. Das ist ja alles tipptopp. Hallo. Ich möchte meine schönen Augen zeigen. Oh nein! Er hat es gerade so bis zur Pflanze geschafft, der arme Typ. Können einem manchmal gar nicht leid tun, die Zombies. So, jetzt können wir dann schon wieder beginnen mit denen hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil ich habe so also das Gefühl, in dem Level kommen jetzt schon wieder mehr von diesen Digger-Zombies, weil sie wurden ja im letzten Level eingeführt, die wissen jetzt, wie es funktioniert. Also kann man jetzt auch mal ein bisschen mehr auf den Spieler loslassen, na, auf den Garten. Im Grunde würden die doch eigentlich die Wurzeln der Pflanzen zerstören. Na? Das wäre eigentlich auch so ein Trick, ne? Wenn die sich durchkramen, zerstören sie alle Pflanzen einfach, weil die Wurzeln sind zerstört. Und ohne Wurzeln bekommen die Pflanzen keine Nährstoffe, also sind sie so gesehen einfach im Arsch. Ist hart, aber ist so. Das ist das Wunder der Natur. Oder so ähnlich. Ja, machen wir. Ich weiß eigentlich, ne, aber wenigstens kurz will ich das Ding jetzt mal weghaben. So langsam gibt es ja doch schon ein bisschen schneller Sonnen. Gebt mir Sonnenkraft. So, seht ihr? Kein Problem. Weg mit dir. Aha. Ja, er hat Stand gehalten. Er ist ein Krieger. Was für ein Krieger. Ich gebe nicht auf. Nein. Für die Zombies. So. Das ist mal ein treuer Anhänger, ne? Jetzt. Hier mache ich Sternfrüchte hin, glaube ich. Aber da mache ich dann mal so eine Sternfrucht hin. Eine Sternfrucht. Nur die Pilze, die sind auch wieder ready. Ja, Witz ist eigentlich, es nutzen jetzt nur zwei Richtungen. Die anderen drei sind eigentlich für den Arsch. Aber was soll's. Ich sehe eher gerade ein anderes Problem, was mir nicht so gefällt.
Boah, es. Die Frame-Abbrüche, ich weiß nicht, was los ist, ja? Die Festplatte, die hat eigentlich heute wieder sehr viel Platz gehabt. Weil. Ich viel gerendert habe in den letzten Tagen. Somit die großen Aufnahmedateien verschwunden sind wieder. Aber die Festplatte denkt sich da wohl so ein bisschen so, ja, mir egal. Frame-Einbrüche for the win. Die Sternfrüchte, yeah. Ich finde die witzig. Aber ich weiß, so effektiv sind sie jetzt nicht unbedingt. Weil, ich meine, 3 Sterne, sie sind einfach verschwendet. Jedes Mal. Und da sie halt einfach nur so in diagonale Richtungen schießen. Ja, beziehungsweise, ja, hier auch noch oben nach unten, aber das bringt ja nichts. Ja. Von daher. Aber witzig sind sie trotzdem irgendwie. Irgendwie. Ich mag doch alle meine Pflanzen. Geld! Geht mir noch. Oh nein, nein, ein Bucket-Zombie. Rotz. Gib nicht auf. Blow it away. Kann er nicht den Helm wegblasen, ey? Das wäre so von Vorteil. Mach ihn kaputt. Ja, ich habe jetzt keine Walnüsse, aber es sollte auch so zu schaffen sein. Diese paar Bucket-Zombies. Bucket-Zombie-Challenge. Werde ich noch ein offizielles Video dazu machen. Bucket-Zombie-Challenge und setze mir dann ein Zombie unter den Helm und dann auf den Kopf oder so ähnlich. Ja, der. Das ist der erste. Kam lange auf sich warten lassen. Ich sehe nichts. Ja, den bietet auch der Helm ein bisschen Schutz. Ja. Läuft ganz gut hier. Oh, nee, nee. Jetzt kommt der auch noch auf Wasser, ey. Boah, nee. Die sind echt, die sind scheiße, ja. Die Bucket-Zombies sind wirklich kacke. Boah, direkt ein Tausender, ey. Uiuiui. Das hat sich jetzt mal gelohnt, würde ich meinen. Und meine Frage ist jetzt gerade ein bisschen. Also ich glaube, ich lasse das so. Schon wieder ein Bucket-Zombie, ey. Mach dir einfach mit dem Matschkürbissen kaputt, ist mir egal. Weil anders. Anders funktioniert es gerade nicht wirklich. Na ne, ich will jetzt sehen, was da kommt. Ui, das wird knapp. Das wird knapp, weil ich. Kommt hier der Bucket-Zombie, ich weiß. Oh shit. Okay, kein Bucket-Zombie. Jetzt ist er explodiert, seht ihr? Doch, ein Bucket-Zombie da oben. So, ist aber kein Problem. Er ist auch schon direkt kaputt. So. Die restlichen Typen hier sollten eigentlich auch kein Problem sein. Mach kaputt. Ja, der wird jetzt noch gegessen. So, aber kein Problem. Da kriegen wir einen Halloween-Kürbis. Oh, ein richtig witziges Ding. Pumpkin protects plants that are within its shell. Ja, genau, der Kürbis schützt Pflanzen, die in ihm stehen. Das ist natürlich jetzt gut, weil. Oh nein. Nein. Der Pogo-Zombie. Oh. Jetzt wird schon wieder taktisch. Gut, jetzt brauchen wir das Laborexperiment zwar nicht mehr. Ballons kommen auch keine. Okay. Könnte überlegen. So wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber. Eno gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ich hätte lieber. Noch irgendwie das Eisding. Ah nein, ich brauche. Die Hochwaldnuss brauche ich ja wegen dem Pogo-Typen. Weil der springt nicht nur einmal über eine Pflanze und verliert dann den Pogo-Stick. Nein, der hüpft einfach weiter, ja.
Die Frage aller Fragen. Das könnte klar gehen, so. Habe ich zwar nur die normalen hier, aber durch die Hochwalnuss. Und die Plantern, die kann ich jetzt schützen mit dem Pumpkin. Vielleicht werde ich es tun, vielleicht werde ich es. Kommt ein bisschen drauf an, wie lange das Level geht. Vielleicht kommt nur eine Welle, vielleicht auch wieder zwei. Vielleicht sagt das Spiel gleich. Nein, eine Welle, okay. Das Spiel hätte auch sagen können: Arschloch, drei Wellen. Weil dann befürchte ich, dass der Pogo-Typ noch nicht so oft kommt. Aber ich habe das Gefühl, im nächsten Level bin ich gleich wieder von der gleichen Problemsituation. Naja, was willst du tun, ne? So, zwei Reihen soll ich schon mit Dings machen. Dann hier eine Plantern. Und hier auch da eine Plantern. Dann noch eine Hochwalnuss dann auf dieser Reihe hier. Oh ja, yes. Es wird nicht so einfach. Ich hoffe, der Pogo-Zombie kommt erst in der letzten Welle. Dann ist das machbar. Ansonsten wird das schon kritisch. Oder könnte kritisch werden auf jeden Fall. Geld. Money on my plants. Da können wir schon mal beginnen. Weil, also das funktioniert so. Wenn ich den jetzt, wenn ich die Plantern da reinstelle, beziehungsweise ich baue die Plantern und dann das Ding, dann wird zuerst der Kürbis gefressen und nicht die Plantern. Das ist der Trick dabei. That's all. Ich möchte erst jetzt hier alles mit denen haben. Dann mache ich dann eine Plantern und dann hier hinten, wenn möglich, dann auch noch Peashooter. Nein! Halt, stopp! Boah, ey. Einfach Arschloch, ne? Oh, Tausender wieder, ey. Oh, Manni. Weil der einmal so aus dem Nix einmal so hingehüpft kommt, der so. Oh. Ist ja voll easy und so, ne? War jetzt schon sehr knapp. So. Sieht man hier oben wenigstens schon mal was. Hochwalnuss hätte ich auch wieder bereit. Weil ihr habt auch gesehen, der Pogo-Typ, er ist verdammt schnell. So, die ist jetzt geschützt. Hochwalnuss wäre auch wieder bereit. Dann schon mal den nächsten Plantern hin. Weil solange nur ein Pogo-Typ auf einmal kommt, jetzt. Ja gut, jetzt sind wir schon in der letzten Welle. Da sollte das jetzt eigentlich eh kein Problem mehr sein. Außer es kommt jetzt auf jeder Linie noch ein Pogo-Typen. Dann wäre es natürlich prekär. Hättest du gerne, wa? Zu Wasser ist eher gerade das Problem. Da. Bisschen ungemütlich. Mach sie kaputt. Nee, nee, nee. Okay, da unten, da unten. So, okay. Okay, es hat schon gereicht, aber hey. Sicher ist sicher, ne? So, Magnet Room. Removes helmets and other metal objects from zombies. Genau. Der Magnetpilz entfernt Helme und
andere metallische Objekte von Zombies.